Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Viel mehr kannst du in der Kindererziehung fast gar nicht mehr falsch machen. Und das meine ich genau so, wie ich es sage. Warum sollten Kinder weniger Rechte haben als wir Erwachsenen? Denn wir suchen uns doch auch aus, was wir gern essen möchten. Ich zum Beispiel, ich hasse Spinat. Seit meiner Kindheit, da kannst du mich mit jagen. Und ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, irgendwo, nur weil es auf dem Tisch steht, Spinat zu essen. Denn dafür gibt es ja auch einfach gar keinen Grund. Warum sollte ich jetzt im Umkehrschluss das kochen, was vielleicht mir gut schmeckt, aber meinen Kindern nicht und dann von ihnen verlangen, dass sie das essen? Und es ist völlig egal, ob das zu Hause ist, ob das in der Schule ist, ob das in der Kita ist oder irgendwo anders. Wir können zum Glück miteinander kommunizieren, drüber sprechen und besprechen, was wir gern essen und was eben nicht. Und es schmeckt eben nicht jedes Essen jedem gleich. Ich zum Beispiel bespreche jede Woche mit meinen Kindern, worauf sie Lust haben, worauf ich Lust habe, und dann finden wir dafür einen Kompromiss. Und auch zum Beispiel in der Schule von meinem Großen klappt es wunderbar, 3 Gerichte anzubieten. Die Kinder suchen sich das aus, was am besten schmeckt, und essen das. Wir müssen aufhören, unsere Kinder wie Befehlsempfänger zu behandeln. Das sind echte Menschen, auch wenn sie klein sind. Die haben Wünsche, die haben Nöte, die haben Sorgen. Und darauf sollten wir als Erwachsene hören. Auch beim Essen.